Kapitel 13 Schiffbruch. Ja, und Sam, damit hörst du mich? Hallo und herzlich willkommen bei Uncharted 4, End of Thieves. Ja, wir müssen vom Fluss runter. Das ist richtig, so wie das hier aussieht. Wo? Da können wir entlang. So laufen können wir nicht. Dafür ist der Sturm zu heftig. Sam, Brüderchen, wo bist du? Kann ich darüber? Ja. Verdammt! Sam! Sam! Ja, in der letzten Folge haben wir ja Schiffbruch erlitten. Hier hoch. Wie man da hinten sehen kann. Und genauso heißt dieses Kapitel jetzt auch gerade. Mal schauen, das sieht ziemlich seltsam aus, wie die hier am Wedeln ist, die Palme. Komm ich, Atta. Sam, wo bist du? Ja, das frage ich mich auch. Ach komm, die kleine Stufe kannst du noch gehen. Muss ich nicht da hoch? So, kann ich da. Ja. Weiter, weiter, weiter. Nicht stehen bleiben. So. Da ist eine Kiste. Gott sei Dank, die Vorratskiste. Oh, verdammt. Klar. Alles weg. Alles weg. Das heißt aber dann normalerweise. Das ist ein gutes Zeichen. Vielleicht war das Sam. Wollte ich gerade sagen, dass es der Bruder wahrscheinlich gewesen ist. Was ist eigentlich? Oh, wir haben auch gar keine Waffen mehr. Oh. Okay. Okay, hier komme ich nicht rum. Das Gute daran ist, mehr kann ich nicht verlieren. Außer mein Leben. Ja, das ist ja nicht so wichtig. Selbstgespräche, das ist das erste Anzeichen für Wahnsinn. Hallo? Ja. Ich führe ständig Selbstgespräche. Okay. Mir geht's gut. Mir geht's gut. Kann ich aber nicht hochklettern, oder? Ach so, ich kann einfach. Oh, Scheiße. Einfach durchbeißen. Einfach durchbeißen. Okay, ganz so einfach ist es anscheinend nicht mit dem Runterspringen, weil er doch ziemlich K.O. ist gerade. Oh. Ich wollte ja an der Wand entlang, aber du musstest da unbedingt rumspazieren. Okay. Ich meine, das Erste, was man natürlich tut, wenn man auf eine fremde Insel kommt, die man überhaupt nicht kennt, ist erstmal klettern. Och komm, geh doch nach rechts, Mann. Hä? Der springt nicht, der zieht sich nicht hoch. Was ist denn los? Jetzt. Hinweis? Ist das ein Hinweis, wo ich hin muss oder ein Hinweis darauf? Weshalb ich da dauernd runterrutsche. Weil den Hinweis mit dem Runterrutschen. Weitermachen, einfach weitermachen. Na, jetzt kann ich es mir nicht mehr anzeigen. Schade. Den Hinweis mit dem Runterrutschen hätte ich nämlich gerne gewusst. Ich denke mal, das liegt jetzt tatsächlich nur daran, weil es jetzt gerade nass ist. Okay, komme ich da hoch? Ach doch. Weil der sich ja hier gerade ziemlich anstellt, was das betrifft. Ja, genau, da sollst du hingehen. Nein, du sollst nach rechts gehen. Ja, nach rechts. Nein. Du bist einfach zu doof, um das Ding anzupacken, ne? Ich merke das schon. Ja, geh hin. Geh hin. Oh, endlich. Kommst du da oben ran? Ja, komm. Ich kann den Stick in die Seite drücken, wie ich will. Es funktioniert einfach nicht richtig.
Okay, die Frage ist jetzt, wie kommen wir jetzt da hoch? Also warum? Ich könnte springen, aber das macht er bestimmt wieder nicht. Da unten ist was. Ach so, da kann ich runter. Stell dich nicht so an. Ach so, ich hätte links runter gemusst, glaube ich. Okay, das erklärt so einiges. Ja, komm, ran. Weiter. Weiter. Na los. Schaffst du. Oder auch nicht. So gut steh. Hallo? Ach so. Ich dachte schon, wir sterben jetzt, obwohl wir alles richtig gemacht haben. Oder sind wir gestorben? Hä? Nee. Schreckt mich doch nicht so. Sic Parvis Magna, Sam. Komm schon, wo steckst du? Mist. Also, wir müssen da oben hin zu dieser komischen Spitze. Wie kommen wir da hin? Das ist jetzt eine gute Frage. Seltsamen Berg. Genau. Habe ich doch gerade gesagt. Aber jetzt sieht es auf jeden Fall schon mal wesentlich freundlicher aus. Und es sieht auch wieder richtig geil aus irgendwie. Könntest du weniger reden, während ich was sage? Danke. Da können wir hoch. Das Problem ist, da haben wir zwar eine schöne Aussicht, aber ich weiß nicht, ob wir darüber können. Können wir jetzt wieder normal springen? Hält er sich dann fest? Wir probieren es mal. Okay, wenigstens etwas. Wenigstens rutscht er jetzt nicht wieder wie heimblöd hier runter. Ja, komm. Ja. Sieht so richtig schön aus, ne? Damit die Leute hier schön klettern können. Wenn sie Pech haben, auch einfach runterfallen können ins Wasser. Aber schön zum Klettern. Ach, das ist eine Höhle. Mensch. Ich habe keine Waffen und nichts mehr dabei. Aber Hauptsache, ich habe noch nicht mal meine Taschenlampe anscheinend. Moment, da geht es nochmal hoch. Aber da können wir nur runter gucken, denke ich mal. Oder? Ne, hier können wir auch... Es gibt ja immer mehrere Wege. Hier oben geht es weiter. Was ist denn unten in der Höhle? Geht es da auch weiter? Nee, da kommen wir nur hier raus. Na toll. Okay. Ja, ich weiß, dass du mich da oben hinführen willst. Ich weiß nur nicht genau, warum. Deswegen gehe ich jetzt erstmal hier rum. So. Weil der würde mich ja nur da unten... Nee, der würde mich da unten hinführen, wo ich schon war, oder? Das ist in Ordnung. Das nehme ich an. Okay. Dann. Ich werde jetzt hier wieder klettern. Dann mal hoch. Muss aber schon die richtigen Steine anfassen, ne? Ja, dann geh ans runter. Komm. Nein. Geh ans runter. Ja, brav. Und jetzt oben rechts. Komm, das schaffst du. Das schaffst du. Nein, der daneben. Ja, brav. Das schaffst du. Komm. Nee, das schaffst du, glaube ich, nicht. Nein, geh nach unten. Geh nach unten. Ja, und nach rechts. Nein, nach rechts. So ist brav. Also die Steuerung
Bin ich ganz ehrlich, ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig hier oben mit diesen kleinen Dingern hier zum Festhalten. Muss ich jetzt hier loslassen oder? Das wäre mir nicht so gut, wenn wir hier runterfallen. Das ist schon krass, wie wir hier den Cliffhanger machen, ne? Lass mal eben schauen. Kommen wir damit auf die andere Seite? Nee, ne? Da kommt er nicht auf die andere Seite. Da müssen wir mal gucken. Aber wir kommen doch nicht da hoch, oder? Nee, da will er aber nicht weiter. Ja, schön. Wie soll ich jetzt da hoch? Oder würde der da rechts rumgehen? Häng mal erstmal eine Runde ab. Ich guck mal eben, was du hier noch machen kannst. Nein. Ja, da. Braver Junge. Oben ist nichts. Geh runter. Frage ist nur, aber da kommt der ganz sicher nicht hoch, denke ich mal. Kommt der natürlich nicht hoch. Sehe ich mal wieder den Wald vor lauter Bäumen nicht oder ist es einfach nur die Steuerung, die gerade so blöd ist? Wir kommen aber hier nicht hoch. Und unten ist auch nichts, wo wir... Ich hoffe, der hat starke Hände. Ich muss nämlich mal nachschauen. Hier unten ist auch nichts, wo wir uns irgendwie dran festhangeln können oder so. Zumindest sehe ich nichts. Das ist ja das Problem. Wenn ich mich jetzt natürlich fallen lasse, weiß ich nicht, ob da hinten irgendwas ist. Das könnte man... Aber das sehen wir, glaube ich, nicht von da aus, ne? Jetzt kann er doch auf einmal springen. Ja, dann war das wegen dem Wasser, dass er das nicht gemacht hat. Also wegen dem Regen. Ah, na toll. Ja, komm. Brave. Verdammt. Pass auf dich auf. Verdammt, und die fahren genau dahin, wo er ist, war ja klar. Das wird halten. Aber ich gucke hier vorne nochmal kurz, da ist nichts, ne? Da kann man auch nicht. Nee. Okay. Das ist knapp. Bitte! Da! Und hopp! Oh, oh, oh. Nicht anfassen. Wenn du was anfasst, machst du alles nur kaputt. Denk dran. Wow. Okay, da hinten blinkt doch was. Ich bin ja mal so schatzsüchtig, ne? Ah, ein alter Krug. Sehr schön. Okay, ich hoffe, von hier aus kommen wir dann jetzt auch weiter. Ja, wir müssen auf jeden Fall darum, ne? Und springen! Okay. Das ist aber echt mies. Und hier ist es auch noch so nass. Ich denke mal, ich muss hier oben hoch, oder? Ich liebe dieses Tomb Raider-Feeling. Ach, jetzt auf einmal... Oh, Hallöchen. Nicht sehr beruhigend. Haben wir doch eine Taschenlampe? Ja, nicht sehr beruhigend, genau. Drei Kreuze. Wie kommt er jetzt auf drei Kreuze? Jesus, Dismas, Gestas und das... Nautische Symbol für einen Schiffbruch. Keine Gnade mit den Dieben. Also war das jetzt wohl ein Dieb, oder wie?
Wir sind ja zum Glück keine Diebe. Oder heißt es deswegen A Thief's End? Okay, also da werden wir runterschlittern. Was theoretischerweise okay ist, wenn wir uns festhalten könnten. Aber ich sehe hier nichts, wo wir uns festhalten können. Kommen wir da wieder raus? Oder müssen wir dann... Ja, da kommen wir wieder raus. Die Frage ist nur... Wir mussten doch eigentlich in die Höhle rein, oder? Bin mir gerade nicht sicher. Na gut. Schritt für Schritt. Was? Also, wir müssen auf jeden Fall in die Höhle rein. So viel ist klar. Rechts oder links? Ist eigentlich egal. So, da hinten scheinen wir nicht weiterzukommen. Die Frage ist, müssen wir uns jetzt nach unten bewegen? Oder nicht? Hier ist jetzt eine schöne Aussicht. Die hilft uns aber gerade auch nicht weiter. Okay. Also theoretischerweise müsste man von hier aus jetzt auch darüber springen können. Die Frage ist nur, was bringt uns das? Hier können wir nirgendwo hin. Aua. Und hier sehe ich jetzt auch nichts, wo man sich irgendwie festhalten kann. Irgendwie. Entweder stehe ich jetzt hier komplett auf dem Schlauch. No quarter for thieves. Ja. Aber wir müssten doch hier eigentlich auf der richtigen Spur sein. Wenn das Ding hier schon ist. Normalerweise würde ich sagen, ich springe jetzt mal einfach hier runter. Aber das Problem ist halt, es bringt uns nichts. Ich weiß auch nicht, da hinten ist was zum Klettern. Ich weiß aber nicht, ob wir hier runterspringen müssen und dann da hinten draufspringen können. Wahrscheinlich nicht. Also ich garantiere, dass wir jetzt sterben werden. Aber ich versuche es jetzt trotzdem mal. Okay. Himmel. Ja, gut. Sehr schön. Erfrischend. Habe ich mich gerade erschrocken? Hallo? Sehr schön. Da wir jetzt was gefunden haben, befürchte ich, dass wir gar nicht hier rum sollten. Andererseits, hier geht's weiter. Okay, hier geht's nicht weiter. Ich nehme alles zurück, behaupte das Gegenteil. Okay. Ja, komm. Nein. Nein, das sollst du aufzeichnen. Hi. Ist hier wer vorbeigekommen? Groß, schlaksig, mit lauter tollen, blöden Ideen über Piratenschätze? Blöden Ideen? Oder was hat er gerade gesagt? Okay. This world suck. Ja, gut. Aber zeichnen kann er ganz gut, muss ich sagen. War da jetzt gerade irgendwas auf dem Boden? Pech, ja? Okay. 20. März 1808. Heute Morgen habe ich Burns zur Rede gestellt, als wir unsere Vorbereitungen zum Verlassen der Höhlen trafen. Da unsere Mannschaften und Essensvorräte dezimiert waren, forderte ich, dass wir nach Hause zurückkehren und mit mehr Männern und Vorräten wiederkommen müssen. Burns lachte und wiederholte seinen Standardspruch. Der Schatz ist in unserer Reichweite. Ich blieb standhaft. Selbst wenn wir Averys Versteck finden würden, hätten wir mit nur einem verbliebenen Schiff kaum Platz genug für uns selbst für die Rückreise, ganz abgesehen von irgendwelchen Hindu-Gold. Ich wandte mich an den ersten Offizier Hayes, damit er mir zustimmte, aber er wich zurück, als hätte ich die Pest.
Dann kam Burns mit einem Lächeln auf dem Gesicht auf mich zu und ermahnte mich, das Gute der Expedition zu bedenken. Ich solle die Mannschaft nicht zum Widerstand aufstacheln. Die Drohung hinter seinen Worten war sehr deutlich. Also deutete ich darauf hin, dass ich etwas Ruhe benötige und zog mich in mein Lager zurück. Zur Hölle mit diesen Narren. Ich habe nicht die Absicht, hier zu sterben. Mein Vermächtnis soll nicht bloß Worte im Buch eines Mannes sein. Wenn Burns glaubt, dieser Ort ist Libertalia, falls er weitermachen will, dann müssen er und die anderen dies ohne mich tun. Ich werde mich bei Tagesanbruch von dieser Gruppe absetzen. Mal sehen, wie weit sie ohne Navigator kommen. Okay. Das war dann mal der Navigator. Arme Schweine. Ja, aber... Na gut, der ist nicht aufgegangen worden, der ist da runtergefallen. Ja, gut. Dann sind die wahrscheinlich beide runtergefallen. Achso, hier geht's gar nicht weiter. Aber hier. Willst du da hochklettern? In den Stiefeln? In den Stiefeln. Du kannst ja auch mal Stiefel anziehen. Stiefel sind cool. Ja, alles gut. Alles gut. Spiel, was machst du gerade mit mir? Den brauchst du bestimmt nicht. Okay. Sie haben den Kletterhaken aufgenommen. Ah! Greifen Sie nach einer porösen Oberfläche und drücken Sie X, um den Kletterhaken hineinzustoßen. Also nach oben und X drücken. Okay. Was ich aber gar nicht gut finde, dass das jetzt gerade... Es geht. Ja, aber das hilft dir nicht. Gehe ich jetzt links oder rechts rum? Ah, jetzt. Nee. Warum ruckelt das jetzt auf einmal so? Also ich hoffe, dass alles gut geht, weil der neue PC soll nämlich heute ankommen. Kann ich hier so hochspringen? Weil der hält den so komisch hoch. Okay. Nein, du sollst... Genau. Nein, da ist noch einer. Ja. Kannst du das so machen? Offenbar nicht. Okay, da hätte ich das Ding benutzen sollen. Es ist aber auch so blöd, dass das jetzt auf einmal angefangen hat, so zu ruckeln. Ja, komm. Schaffst du. Schaffst du. Schaffst du auch. Das haben wir eben schon gehabt. Das auch. Ja, so ist gut. Da kannst du den von mir aus ansetzen. Ja, komm. Ich weiß nicht, ob wir den ansetzen müssen. Ich kann aber nur dahin. Ah, okay, man kann den also auch im Sprung ansetzen. Verstehe, okay. So, könnte es bitte nochmal eine Zwischensequenz geben, weil, keine Ahnung warum, aber seit ich das Ding aufgenommen habe, ist das hier total am ruckeln. Meine Stimme löst sich deswegen schon komplett auf. Und ich möchte hier ungern runterfallen beim Springen. Und ich schätze, ich muss jetzt springen. Das Problem ist, wie gesagt, ich sehe hier gerade nicht allzu viel. Oh, was war das bitte? Ich schätze mal, da muss ich auch springen und hochklettern, ne? Okay. Och, PC, ganz ehrlich. Hier läuft nichts, hier ist überhaupt nichts, was irgendwie stören könnte. Und von jetzt auf gleich
fängt er plötzlich an zu ruckeln, nur weil ich so ein neues Ding dazu bekommen habe. Super. Also wenn es gar nicht geht, dann muss ich gleich nochmal neu starten. Ich hoffe aber trotzdem, dass jetzt gleich endlich meine Zwischensequenz kommt. Weil letztes Mal ist es ja durch die Zwischensequenz besser geworden. Ja, da müssen wir es dann machen. Oh, Scheiße. Hey, hey, worauf fliegst du? Hab was gesehen. Eine Bewegung da bei den Bäumen. Der Dschungelmann, da bewegt sich alles. Ich sehe nichts. Verdammt. Okay, Leute, falscher Alarm. Aber haltet die Augen offen. Los. Ich hab doch gar keine Waffen mehr. Hä, was war das? Habe ich mich jetzt erschrocken? Okay. Ja, das ist jetzt super gut, wenn hier alles ruckelt und ich nicht weiß, wo die Gegner sind. Das ist jetzt richtig geil. Ja, danke. Vielen Dank. So viel dann zu, wenn alles ruckelt und ich nicht sehe, wo die Gegner sind. Beziehungsweise in dem Fall waren es nicht die Gegner, sondern er hat es nicht hingekriegt mit dem Ding. Und wen von Ihnen haben Sie gesehen? Den älteren Bruder. Hat dein Vater uns erschossen und ist abgehauen. Glaubst du, der andere lebt noch? Ist wie eine Leiche. Bleibe ich auch dabei. Sie haben das Wrack überlebt. Wir haben mehr Glück als Verstand. Tja, auch eine Glückssträhne endet mal. Mal sehen. Hey, ich konnte den noch mal runterziehen. Hallo? Wieso kann ich den jetzt nicht mal runterziehen? Oh nee. Wo muss ich denn dann hin? Ich dachte gerade, da steht mein Bruder. Frage ist jetzt. Hallo. Boah, so kann ich nicht. Oh, da kommt einer. So kann ich nicht spielen, ganz ehrlich. Das ist so am Ruckeln. Er ist schon total verzweifelt, dass er schon seine Hände mitten in die Steine reingerammt hat. Nee, also das geht. Das geht absolut gar nicht gerade. Ich kann ja gar nicht schnell genug reagieren, weil ich ja gar nichts mitbekomme. Wo die rumlaufen. Ich schätze mal, ich muss da rum, oder? Oder muss ich vielleicht doch rechts rum? Ich bin mir gerade nicht sicher. Vielleicht muss ich auch rechts rum. Weil hier kann ich mich doch nirgendwo umschleichen. Kann ich da klettern? Nee, ne? Nee. Wo ist denn jetzt der Typ hin, der die ganze Zeit da unten rumlief? Ja, komm jetzt noch näher. Oh! Du sollst dich schon nur an der Kante runterlassen, du Idiot. Ach, der rollt dann runter. Das ist ja bescheuert. Ja, also,
ganz ehrlich, es tut mir leid. Ich speichere jetzt mal eben und dann versuche ich das Ganze nochmal von da zu laden. Ich habe keine Ahnung, was der PC jetzt gerade nicht auf die Kette kriegt. Wir sehen uns gleich wieder. Alles gut, genau. Also, ich habe jetzt extra noch mal geladen, aber keine Chance. Es ist am Ruckeln ohne Ende. Wir brauchen eine Filmsequenz. Ich weiß nicht, was die Scheiße soll. Okay. Geh doch einfach da weiter. Du brauchst da nicht groß rumzugreifen und nix. Ich weiß nicht, ob ich mich hier in dem Gras verstecken kann. Ich glaube nicht, dass es hoch genug ist. So. Das Problem ist halt wirklich... Weit genug. Ach, da hinten sind auch noch Leute. Hä, wieso hat der mich jetzt entdeckt? Also, ich muss streng genommen hier rechts runter. Das schaffe ich aber nicht zeitlich, da hinten hinzuspringen. Ich meine, da hinten ist aber auch noch was. Der guckt jetzt gerade genau in die falsche Richtung. Spring doch mal. Okay. Hä? Oh, wieso klettern die denn jetzt hier hoch? Das ist nicht nett. Das ist gar nicht nett. Springt doch jetzt hoffentlich nicht nach hier. Also theoretisch... Das Problem ist halt, wie gesagt, ich habe jetzt keine Waffen mehr. Und ich habe keine Ahnung, wie ich sonst da durchkomme. Ich muss auf jeden Fall den Weg hier gehen. Das ist schon gut, denke ich mal. Ich müsste allerdings unbemerkt auf die andere Seite springen. Der Vollidiot da hinten müsste mal weg. Das wäre wichtig. Oder ich springe jetzt darunter. Hier oben war doch gerade auch noch einer, oder nicht? Ich springe jetzt darunter, wenn beide in die andere Richtung. Nee, geht der jetzt wieder rüber? Nee. Scheiße, was war das? Nichts. Es war nichts. Es ist auch nichts Blaues hier unten im Dickicht. Hier ist nichts. Genau, sag ich doch. Fängt der nicht ernsthaft an zu singen, oder? Ach, da unten ist auch noch ein... Oh Gott. Moment, war das gerade mein Bruder? Doch, hast du. Ja, ich will hier nichts markieren. Ich kann doch keinen Schleichangriff mehr machen, ne? Ich kann hier gar nichts mehr machen im Moment. Hä?
Der geht jetzt in die andere Richtung. Müssen aber da hoch. Ah, sehr schön. Immerhin haben wir jetzt eine Pistole. Sehr geil. Allerdings wäre es natürlich gut, wenn wir da jetzt weiterhin durchkommen würden, ohne dass uns jemand erwischen würde. Da oben ist jemand. Aufgepasst, hey! Keine Sorge, mach ich. Mann! Und wenn man bedenkt, es ist noch nicht mal Mittag. Oh, geh auf die andere Seite. Ja. Okay, ich hoffe, dass der links mich jetzt nicht sieht. Oh, oh. Die Frage ist jetzt nur, wir müssen dahin, ne? Aber wie kommen wir dahin? Ich muss nach oben und dann darüber, denke ich mal. Das ist ganz schlecht. Okay, aber theoretisch könnte ich auf den zielen. Nicht, Junge. Nein, nicht runterspringen. Was macht der? Oh, Junge. Och, ziel doch mal auf den Mann. Das Problem ist, ich komme da nicht rüber. Wer ist das? Oh, Mist. Ach, der. Was das? Oh, offenbar nicht. Okay. Müssen wir aber rüber, ne? Aber ich bin schon froh, dass ich zumindest jetzt Munition habe. Oh, nein, nicht da runterspringen. Okay, die Frage ist jetzt nur, wo muss... Ich mich jetzt so schreiben, wo muss ich überhaupt hin? Jetzt, ich muss da rein, oder?
Das ist toll, dass ich hier Moment, da oben geht's auch rum. Frage ist, komme ich da weiter? Okay. Bisschen spät mitbekommen. So, schauen wir uns das Ganze mal von oben an. Wo müssen wir denn überhaupt hin? Ah, das sieht gut aus. Okay. Wo lang? Das war dann übrigens wohl doch nicht unser Bruder, den wir eben gehört haben. Ist hier noch irgendwas? Nein, ne? Sieht nicht so aus. Oh. Was ist das? Verehrter Finder dieser Nachricht, Jonathan Burns, ehemaliger Anführer und Geldgeber unserer Expedition, hat mich ermordet. Und andere, um an Averys Schatz zu gelangen. Er hat die Mannschaft bis zur Erschöpfung arbeiten lassen und Ruhm versprochen, ihnen jedoch nur Krankheit und Hungersnot gebracht. Er hat einen Mann an einen Mast gebunden und ihn dort sterben lassen. Dann wurde ich Zeuge, wie der Bastard unseren Navigator ins Verderben stürzte, weil er es gewagt hatte, seine Meinung laut auszusprechen. Er entdeckte mich dabei, wie ich Vorbereitungen für die Heimreise traf, und stellte mich zur Rede. Ich zog meine Pistole und sagte ihm, dass ich nach England zurückkehren würde, um der Welt von seinen Taten zu berichten. Und als ich mich abwandte, schoss mir der Schurke in den Rücken und floh in den Dschungel. Ich erwiderte das Feuer, bin mir aber nicht sicher, ob die Kugeln ihr Ziel erreichten. Meine Zeit wird knapp und meine Hand schwach. In Abwesenheit rechtschaffender Justiz erbitte ich dringend um ein Gebet zu Gott im Himmel, dass Burns für seinen Verrat bezahlen wird. Gezeichnet Walter Hayes, erster Offizier des Suffolk. 23. März 1808. Wow, ganz schön düster. Ja, aber so ist das ja. Hatte wohl genauso viel Glück mit dem Schatz wie ich. Frage ist, kann ich da hochklettern? Muss ich da hochklettern? Ich schau mal hier in der Höhle erstmal nach. Da komme ich wieder zurück. So. Ja, da leuchtet was. Ja, geil. Okay. Schätze, dass wir dann aber auch nicht durch die Höhle weiter müssen, sondern tatsächlich hier hoch. Sehr geil. Okay. Nein. Lauf. Oh, fuck. Ich war zwar noch nicht ansatzweise da. Ich hätte dich fast umgepustet. Sam, du bist okay. Ja, mich haut so schnell nichts um. Schön, dass du noch lebst, Brüderchen. Na los, auf uns wartet dein Schatz. Warte mal, also, was tun wir hier? Was meinst du? Ich meine, unsere Vorräte liegen im Indischen Ozean. Tja, dann klauen wir halt was von Nadines Armee. Ja, und dann das. Wir kämpfen gegen eine Armee. Haben uns doch ganz gut gehalten bisher. Wir sitzen hier fest mitten im Nirgendwo. Wir wollten doch hierher, weißt du noch? Da hatten wir einen Fluchtplan. Okay. Hör zu, ein verrückter Vorschlag. Wir gehen da runter und schnappen uns eins von Raves Booten. Die Boote können warten. Willst du wissen, was wir hier tun? Wir kaufen mein Leben zurück. Okay. Und dazu gehen wir jetzt in diesen Dschungel und finden Libertalia. Siehst du irgendwelche Anzeichen für eine große Piratenkolonie? Ich nämlich nicht. Etwas spät für Zweifel, findest du nicht? Könnten wir mal die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass Averys Traum vom geheimen Piraten-Utopia geplatzt ist? Und wir hier vielleicht einer Fantasie nachjagen, anstatt einen realen Weg zu suchen, um dich zu retten?
Ich werde diese ganze Insel absuchen, wenn es sein muss, bis ich den Schatz finde. Und wenn du nicht weißt, was du hier überhaupt machst, dann geh nach Hause, Nathan. Halt, halt, halt. Ich soll nach Hause? Soll das ein Witz sein? Hast du eine Vorstellung, was ich riskiert habe für dich? Und was habe ich riskiert? Okay? Die letzten 15 Jahre Ach, meines komm, Lebens. Darum geht es doch gar nicht. Doch, genau darum geht es. Was? Heilige Scheiße. Willst du immer noch heim? Mal sehen, was wir noch finden. Ja, aber ich würde sagen, bevor wir schauen, was wir noch finden können, machen wir hier erstmal einen kleinen Cut, weil der letzte Durchgang ja ein bisschen länger gedauert hat. Und den Rest sehen wir dann in der nächsten Folge. Bis dann. Och, guck mal rechts, wie süß sie da klettern. Bis dann. Ciao.